Wir haben den Macan erfolgreich als den Sportwagen in seinem Segment platziert und positioniert. Und da wollen wir natürlich dranbleiben. Wir haben jetzt am neuen Macan vor allem auch nochmal auf der Leistungsseite der Motoren nachgelegt. Wir haben neue Motorengenerationen mit ordentlich Leistung, was sich auch in den Fahrleistungen, in Vormarktbeschleunigung auswirkt. All die Systeme, die erproben wir jetzt hier. Wir sind im Umkreis von Johannesburg unterwegs, haben hier teilweise Regen, wir haben aber auch Hitze, wir haben Gravelroad, wir haben Schlechtwegstrecken und vor allem wir haben Höhe. In Lesotho kann man auf 3400 Meter rumfahren und oft ist es auch relativ warm trotz der Höhe. Also mindestens mal 20, 25 Grad und 3400 Meter ist schon eine Anforderung. Auch da müssen wir die Applikationen testen, wie sie mit der Hitze, wie sie mit dem Staub auskommen und umgehen. Es war schon so, dass man ein SUV braucht, um durchzukommen. Ja. Und die Fahrzeuge sind ohne Beschädigung durchgekommen. Auch der Macan hat SUV-Gene und muss diese auch beweisen. Ja, wir sind sehr zufrieden mit der Performance. Das Fahrzeug ist ready to roll und wir sind kurz vor der Markteinführung. Wir haben ihn als den Sportwagen in seinem Segment positioniert und das haben wir weiter nachgeschärft. Er kann Gelände, er kann Piste, aber er ist eben ein Sportwagen und darauf ist er auch gedrillt.